Da bin ich schon wieder, euer Cutcake, und heute mit dem ersten Video aus meiner neuen Reihe Frag Cutcake. Ihr habt die Möglichkeit, auf meiner Homepage über das Formular mir alle Fragen zukommen zu lassen, die euch unter den Nägeln brennen. Und in dieser Reihe hier auf meinem YouTube-Channel beantworte ich eben nach und nach diese Fragen. Und auf jeden Fall nehme ich jede einzelne Frage mit hier rein. Deswegen überlegt euch gut, was ihr fragt. Es gibt hier keine Filter. Natürlich wieder das ganze Bild hier beim Cutcake. Und ein Kumpel von mir, der ist schon ganz heiß drauf, dass ich seine beknackten Fragen hier beantworte. Und ja, heute hat dein Warten ein Ende, lieber Alex. Heute ist es soweit. Und bevor wir einsteigen, hier nochmal der Hinweis, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum Formular. Stellt einfach eure Frage oder eben von mir aus auch direkt unter dieses Video. Das ist mir schnurzpiep egal. Ich werde die Frage dann rauskopieren. Wie gesagt, ich sammle so ein bisschen die Fragen, bis sich dann eben eine Folge ergibt. Also müsst ihr auch teilweise ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich schaffe das nicht mehr, jede Frage individuell zu beantworten. Deswegen hier auf dem Channel einfach immer durchgucken die Videos. Vielleicht ist auch der ein oder andere Hinweis für euch dabei und es bringt euch was. Und natürlich auch ein Community-Ding. Also das heißt zwar Frag Cutcake, aber vielleicht stelle ich auch mal eine Frage zurück. Also seid gespannt, wenn hier irgendwas reinflattert und mir ist das nicht klar, dann werde ich einfach die Frage zurück in die Community schicken. Von daher fleißig unten kommentieren, wenn ihr mal eine Antwort auf meine Frage habt oder auf eine Frage, die jemand anders gestellt hat, die ich nicht beantworten kann. Super Sache. So helfen wir uns gegenseitig, indem wir einfach das Wissen hier zusammenführen und uns gegenseitig eben supporten. Okay, aber jetzt steigen wir ein mit der ersten Frage. Ich lese sie mal vor. Bist du ursprünglich DJ geworden, um einfach mehr Sex zu haben? Ja, ihr seht schon das Niveau. Wir fangen ganz unten an. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Ja klar, natürlich, ich war 16, ja, ich war ein Kellerkind, ganz einsam und da habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich jetzt hier beim weiblichen Geschlecht landen? Ich glaube, ich werde DJ. Natürlich nicht, klare Sache. Da war natürlich die Motivation eine ganz andere. Ich war begeistert eben von dem Scratching, von dem Sound, einfach, das war einfach so dope. Und ich glaube, viele, die nicht DJ sind, stellen sich das manchmal auch so vor, dass es so ist. Ne? Also, weil du ja so ein bisschen im Mittelpunkt stehst oder so, dass es leichter ist. Ich glaube aber, also zumindest geht es mir so. Klar, ich glaube, man kann das schon ein bisschen vielleicht auch ausnutzen, wenn man da so veranlagt ist. Aber wer das DJing so ein bisschen hinterm Pult auch ernst meint, mir geht es jedenfalls so, ich war früher auch im Club zum Beispiel, egal wer da drum rumstand oder so, das war mir vollkommen egal, weil ich habe einfach nach der nächsten Schallplatte einfach war so am Diggen und gucken, so was kann ich als nächstes spielen, okay, und danach und nach. Ich war so beschäftigt mit Sachen, die halt echt mit dem Auftritt zu tun haben, dass da überhaupt gar keine Zeit war groß. Außerdem war ich so viel mit Trinken nebenbei beschäftigt. Also wo soll da noch der Flirt hin? Und das Ding ist halt auch, wenn du ja den ganzen Abend auflegst, mal am Stück, dann ist es halt so, du gehst auch als Letztes. Mein Gott, also du musst halt zusammenkramen. Früher war das noch viel krasser. Vor allem, wenn du einen im Tee hattest, hast du einfach halt hast du so wild reingeschmissen in deinen Plattenkoffer und am nächsten Morgen mit so einer Birne so, oh Scheiße, wo ist denn das Cover für die Platte und so. Also, alle waren schon zu Hause und du gehst halt als Letztes raus irgendwie. Also, und dann nach so einem Abend, wo du sagst, dann willst du noch Sex machen. Ich weiß es nicht, Leute. Ey. Ich war dann immer froh, wenn ich zu Hause war und ich habe das Dröhnen auf den Ohren und die Vögel haben gezwitschert. Da wollte ich auch einfach meine Ruhe haben. Also, das vielleicht zu dem Thema, mit dem wir hier einsteigen. Ich hoffe, wir steigern das Niveau noch ein bisschen jetzt. Vielleicht eine Zwischenfrage. Was ist hier passiert? Ich habe es eben in die Stories gepostet. Das passiert, wenn man ein Magma Rio Backpack XXL oben aus seinem Schrank rauskramt. Ja, und nicht
so wachsam ist mit der Situation. Und natürlich die Unterseite, wo diese, ich glaube, das sind wie so Plastikteile, sind so geritzt oder so, natürlich voll in die Fresse fliegen. Also das, falls ihr die Frage gerade habt, und kann ich gleich direkt beantworten hier beim Frag-Cupcake Special. Also hier, das ist passiert. Aber wurscht, weiter geht's. Frage 2. Ab wann wird es peinlich, als alternder DJ vor jungem Publikum aufzulegen? Finde ich wirklich jetzt wieder von meinem Kumpel, aber trotzdem nur eine coole Frage. Ich glaube schon, dass es unabhängig vom Alter ist, aber ich merke selbst, dass es so allgemein, kann man das plakativ, glaube ich, nicht stehen lassen, weil ich habe, ich war dann teilweise, habe ich aufgelegt jetzt, ich meine, wir können es ja sagen, ich bin 36 Jahre jung. Ja, man sieht es ja kaum, gell? Und ich war auf einer Party und habe aufgelegt und da war so, glaube ich, das Durchschnittsalter war dann 19. Und das ist halt einfach so, ich, für mich, fühle mich da einfach ein bisschen fremd, als Fremdkörper, ja, weil es ist halt so, der Altersunterschied ist da irgendwie. Und es sind andere Tracks und so weiter. Ich habe dann noch eine eigene Partyreihe, wo, sagen wir, das Durchschnittsalter war so über 30 knapp. Ja, da fühle ich mich halt viel mehr zu Hause und ich für mich sage halt einfach, ich lege lieber auf solchen Partys auf, weil es dann auch einfach meine Mucke ist, meine Zeit und so weiter. Deswegen, aber klar, wenn jemand Bock darauf hat, so, ich glaube, das geht schon, das ist gar kein Problem, ja. Aber ich für mich habe da einfach festgestellt, habe da weniger Spaß und habe mich da auch schon wieder so ein bisschen rausgezogen. Aber ob das peinlich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es zeigt ja auch, es gibt ja genügend sogar so Rentner-DJs oder sowas, wenn die dann auflegen. Das ist dann schon wieder, finde ich, total cool, ey, wenn die dann so Hausbinden oder so ein Shit oder am besten noch, wenn wir irgendwann, keine Ahnung, 60, 70 sollten wir es erleben, wäre es doch einfach auch geil, wenn wir dann so abscratchen und so. Feiern doch die Leute bestimmt, wenn wir da im Alter noch genauso drauf sind. Also von daher würde ich schon ein bisschen offen lassen, aber ich bricht ja hier, es heißt ja Frag Cupcake, also meine Sicht auch der Dinge so ein bisschen hier mal zu zeigen, wieso ich die Dinge sehe. Sag einfach, boah, so vor ganz jungem Publikum, da bin ich raus, ist einfach nicht mehr meine Geschichte. Was tust du, wenn während dem Gig das Equipment streikt? Also erste Maßnahme, ich schicke jemanden, der mir einen Schnaps besorgt. Ich mag das überhaupt nicht. Mich stresst das, wenn Equipment nicht geht. Da flippe ich aus, da wäre ich auch richtig unruhig, aggressiv, wenn mir dann einer noch eine Frage stellt nebenbei, weil ich da beschäftigt bin, gell? Also da will ich nicht in meiner Nähe sein, weil ich da eher so ein Freak bin und so. Das muss alles stimmen und es muss alles so. Ich bin da echt voll der Nerd, das kann ich mal sagen. Ein paar Leute, die mit mir schon aufgelegt haben, wissen das. Es ist so ein bisschen so das Ding, dass Diva Cupcake kommt, so ein bisschen mehr Carrie-mäßig so. Ja, ich aber hier auf der rechten, ich bin mein Laptop auf der rechten, es muss alles so sein, hier auf der linken. So. Also, ich glaube, jetzt hat keiner mehr Bock, mit mir aufzulegen. Aber so ist es. Und wenn dann, das hat man ja auch in Clubs dann teilweise, wenn eine scheiß alte Technik dastehen, auf einmal geht der Pitch hinten nicht richtig so, da flipp ich aus. Vor allem, wenn mir das noch irgendwie hinten raus passiert, ne? Am besten so um, ich sag mal um 4 Uhr, ne? Wo du richtig auschillen willst, so ein bisschen, oh, da könnte ich wirklich ausrasten. Aber was wir immer machen, in der Regel gibt es eine Lösung, bleibst halt cool, aber ja, das ist teilweise so, ich verstehe das, wenn man immer auflegt, ich lege halt nicht so oft auf, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich nehme dann halt immer auch teilweise mein Zeug mit, sitze auf so meiner Partyreihe da mit meinen Kumpels zusammen. DJ Tiny Tunes, liebe Grüße, und Stereotypen, der Vince, machen das zusammen, hoffe, das geht auch bald wieder, natürlich, wie jeder von euch hofft. Und da nehme ich einfach mein Zeug mit. Da will ich einfach, das so seltene Abende im Jahr, und da will ich einfach so mein Ding haben und einfach Gas geben. Also, aber wenn es passiert, mein Tipp, immer cool bleiben, aber auf jeden Fall einen Schnaps bestellen. Welche Gewaltfantasien verspürst du, wenn sich Besoffene im Club hinter dein DJ-Pult drängen oder ihre Getränke bei dir abstellen? Leute, ich sag's mal, wie es ist. Da wäre ich richtig ungemütlich. Also, ich glaube, das geht jedem von uns so. Ich bin da auch gar nicht cool. Ich bin da überhaupt nicht cool, weil ich dem anderen auch gar nicht das Gefühl geben will, dass das okay ist, was er hier macht. Es ist so teures Equipment, egal ob es jetzt deins ist oder ob es dem Club gehört, da haben einfach Getränke überhaupt nichts zu suchen. Und ich selbst stelle mein Bier auch in der Regel immer auf den Boden, mein Getränk. Also ganz selten, dass ich das vor mir stehen lasse, vielleicht am Anfang, wo ich noch einigermaßen alles handeln kann. Aber irgendwann ist mir bewusst, boah, jetzt wird es kritisch.
Das dazu, was das Thema Getränke angeht, sobald auch einer kommt, also ich bin da rigoros, ich bin zwar ein kleiner Scratch-Nerd von 1,67, aber also da geht sofort, wäre ich ein bisschen gewalttätig. Weil, also, nee, es geht einfach nicht. Und ja, besoffen ist ganz schwierig. Also, wenn ich selbst besoffen bin, kann ja mal vorkommen. Selten, aber kann mal vorkommen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen lockerer so, dann, ja, alles klar oder so, ne? Raff's ja selbst nicht mehr so. Aber ganz schlimm, wenn ich nüchtern bin oder nur zwei Bier habe oder sowas, geht, also nervt mich. Besoffener, ich weiß selbst, ich bin selbst so anstrengend, wenn ich betrunken bin, aber Besoffene nerven mich einfach. Was macht man da? Ich versuche trotzdem freundlich zu bleiben, natürlich, aber ich werde auch immer ein bisschen bestimmter oder es ist auch teilweise so, dass ich dann auch nicht mehr darauf reagiere, groß, dass die selbst merken, so, ja, jetzt ist nichts mehr. Wenn die es halt gar nicht merken, dann schubse ich sie ein bisschen weg, ja, so sanft weggleiten, begleitend oder so. Oder habe ich auch schon gemacht, also ist halt so, wenn jemand gar nicht geht oder so, Security gerufen und einfach halt rausschleppen lassen. Das geht dann nicht anders, weil es ist halt so, auch mal, vielleicht kommen ja ein paar zu, die jetzt nicht DJ sind, ja, und das sehen. Es ist halt einfach so, dass wir halt was machen müssen. Ich will, also so einen Anspruch habe ich, ich hocke mich nicht nur hin, mache hier A, B, sondern ich will noch ein bisschen was machen und will Track Selection und da, ich kann mich nicht einfach noch 10 Minuten mit einem Besoffenen unterhalten, der eh nichts rafft. Also von daher ganz schwieriges Thema. Aber mittlerweile, ja, ist halt so, je nach Location ist es auch so, dass ein bisschen abgeschirmt ist. Ich mag das eigentlich, wo die Hürden, also mittlerweile ist es so, wo die Hürden relativ groß sind, an mich ranzukommen. Von daher bin ich immer froh über so eine Location mit Bühne oder so irgendwas. Wenn du etwas anders gemacht hättest, was wäre es? Ganz, ganz schwierige Frage. Natürlich, jetzt stehe ich hier, bin sehr zufrieden, so wie alles so läuft und auch die Community hier und das Feedback von euch. Ich glaube natürlich, dass ich vieles richtig gemacht habe jetzt die letzte Zeit. Aber ich glaube, ich hätte tatsächlich, wenn ich nochmal die Chance hätte anzufangen, würde ich nochmal die Scratches und alles, was so mit Turntablism zu tun hat, mich, glaube ich, noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Und vor allem, ich würde alles von der Pike auf lernen wollen und zwar langsam. Also wirklich langsam anfangen, das ist ja das, was ich euch immer empfehle, langsam zu starten und sich dann zu steigern, weil wir werden das dann behandeln, auch in der Scratch-Theorie noch. Dadurch einfach ein Flow und ein Swing entsteht, der ist nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem durch Tempowechsel und so weiter. Deswegen muss man Scratches einfach langsam und auch schnell können, um einfach diesen Effekt hinzubekommen. Und ich glaube, das wäre so, was ich anders gemacht hätte. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, dass es auch, ja, ich könnte jetzt sagen, ich hätte früher anfangen können damit oder so, aber nee, es ist, glaube ich, man braucht auch eine gewisse Zeit und Erfahrung und muss ein bisschen im Leben dann stehen oder so, dass man auch Erfahrung weitergeben kann, weil es, glaube ich, dann am Ende auch ein bisschen authentischer ist. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Deswegen, ich schaue gar nicht mehr so zurück, sondern ich gucke jetzt einfach, was wir noch hier alles machen als Community und was ich euch noch zeigen und bieten kann. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Es wird einen Member-Bereich geben, das kann ich hier nochmal anteasern. Da wird es halt richtig in die Tiefe gehen, so richtig für Scratch-Nerds wird es sein. Und ich glaube, das ist was, ja, was ich auf jeden Fall verfolgen will. Und da legen wir jetzt richtig los. Was ist das größte Lob, das man dir als DJ machen kann? Ich nenne einfach mal zwei Sachen, die mir jüngst sehr häufig passiert sind. Also die eine Sache und eine Sache auf einer Party. Viele haben mir jetzt geschrieben, dass sie lange nicht gescratcht haben und auf meine Tutorials gestoßen sind und jetzt wieder richtig Bock haben zu cutten, so. Und ich muss sagen, das ist was. Da sitze ich davor, ey, und denke mir, wow, richtig geil. Also, ein ganz großes Lob ist das für mich, wenn mir jemand sowas schreibt oder ja, Scratchen hat mich noch nie interessiert, aber jetzt ich schaue deine Tutorials regelmäßig, cooler Shit und so und jetzt komme ich rein, jetzt will ich richtig loslegen. Also das ist was, da geht mir das Herz auf. Das ist wirklich ein großes Lob, finde ich und zeigt auch, dass das natürlich hier eine coole Geschichte ist und das freut mich einfach zu hören. Und das nächste war auf der einer der letzten Oldschool-Partys, auf denen ich aufgelegt habe, kam eine zu mir und hat gesagt, okay, du musst uns einen Gefallen tun oder so in der Richtung ging.
musst uns einen Gefallen tun. Meine Freundin und ich, wir würden echt gerne mal eine rauchen. Und wir haben gesagt, beim nächsten Scheißlied gehen wir eine rauchen. Und wir versuchen jetzt seit 2 Stunden eine zu rauchen. Aber wir können nicht raus. Und das ist halt was, das zeigt halt deine Track Selection. Selection ist on point und die Leute haben Spaß. Und das war so, das habe ich noch nie auch so gehört irgendwie. Das ist mir jetzt gerade so präsent, wenn ich die Frage hier vorlese. Und da muss ich schon sagen, das war also ein richtig, richtig tolles Lob. Und ja, da geht mir auch das Herz auf und das ist wirklich schön zu hören. So, die nächste Frage ist so ein bisschen, ich fasse es mal zusammen, weil sie ein bisschen länger ist, will ich nicht ganz vorlesen. Aber hey, jetzt Equipment und ich will mit Plattenspieler anfangen, ne? Aber ich will mir jetzt nicht gleich hier 3.000 € ballern. Techniks liegen hoch im Kurs, alles klar. Gibt es denn eine Alternative aus meiner Sicht, die man auch nutzen kann? Und meine klare Empfehlung, weil ich sie selbst hatte, sind die Vestax PDX. Wenn es geht, die MK2, 2000er MK2, die sind so ein bisschen noch techniksähnlicher als die normalen 2000, aber das sind High-End-Turntables für einen guten Preis. Ihr müsst mal gucken, gibt es halt nicht so zu kaufen, sondern nur auf eBay. Müsst ihr mal gucken, ob ihr da einen Schnapper machen könnt. Aber das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für Leute, die einen gescheiten Plattenspieler suchen, aber jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen für vielleicht einen Technics oder einen richtig neuen, der ja, oder ich sag mal Rain 12, klar, ich habe es jetzt hier stehen, aber es ist halt schon nochmal Asche. Da habt ihr auf jeden Fall was, weil in der Regel ist ein Plattenspieler, ich habe teilweise schon welche für 250 gesehen, aber so roundabout 300 oder so kann man schon einen bekommen. Also, und ja, absolute Empfehlung, war früher auch mit der große Konkurrent der Vestax, vor allem der 2000er, gerade in der Battle-Szene, Turntablism-Szene. Also könnt ihr auf jeden Fall nichts mit verkehrt machen. So, die nächste Frage lese ich doch mal vor. Was muss man beachten, wenn man als DJ Musik auf sozialen Netzwerken vorübergehend streamt oder dauerhaft postet, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden? Gibt es dabei Unterschiede zwischen einem kompletten Set, einer kurzen Routine oder einer Scratch-Session? Ja, das ist sehr häufig, was Leute mich fragen, gerade das Thema, ja, wie ist das auch in Musik und so weiter. Also es bleibt dabei. Es ist nicht erlaubt. Ich glaube, das sagen dann die Vorgaben und die Bestimmungen ganz klar. Aber natürlich, ja, es ist eine Grause, wer macht da was oder so. Aber klar, zum Beispiel Facebook ist da eher, wo runternimmt oder so. Was kann man da jetzt machen? Ja, man kann, es gibt zum Beispiel, wäre jetzt eine Möglichkeit, dass YouTube hat das ganz neu. Ihr könntet rein theoretisch einfach Lieder reinladen in der Videodatei dann im Endeffekt und das dann exportieren und YouTube zeigt euch zum Beispiel dann, ob es Strikes gibt, also nicht Strikes, aber ob es Urheberrechtsverletzungen gibt, wird euch dann angezeigt. So könnt ihr das prüfen. Ne? Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, gehen meine Tracks durch oder nicht, aber mir ist das viel zu anstrengend. Ich würde halt sagen, ja, Twitch, kein Problem derzeit noch. Also Stand, was haben wir heute, 13. April 2021. Kann ja sein, dass ihr das Video jetzt in einem Jahr guckt oder so. Routines, glaube ich, ist ein bisschen lockerer zu sehen, je nachdem. Sag mal, ich finde immer, so eine Routine sollte maximal eine Minute gehen, gerade für Insta-Format oder so, dass es eben nicht in dieses IGTV reinrutscht. Ich finde auch immer, A-Track hat es mal so vorgegeben, hat da immer diese One-Minute-Routines, weil es challenged ihn auch, wirklich nur das Dopeste vom Dopen zu nehmen. Und das habe ich auch schon so für mich entdeckt. Ich mache da einfach keinen random Shit oder sage, ja, das ist auch ganz okay, sondern wirklich, da muss ich mich zusammenreißen und da kommt halt wirklich nur rein, was essentiell ist. Das habe ich überhaupt keine Probleme mit, wenn ich so eine Routine mache. Vor allem halt, weil viel Gescratche drüber ist. Es ist zum Beispiel ganz lustig, ihr kennt ja das Intro von mir, gehe ich von aus mittlerweile. IBK ist der Originaltrack. Und es ist so, dass ich den beim ersten Video, wo ich das benutzt habe, habe ich den eben Abspann quasi hinten. Und dann gab es Urheberrechtsverletzungen, weil der Algorithmus den erkannt hat. Als ich dann quasi das Ende ausgetauscht habe, indem ich einfach nochmal mein Intro hinten hingelegt habe, mit Scratches, hat er es nicht mehr erkannt. Also hier hat man schon mal einen Hinweis, was helfen kann. Deswegen Routines eher easy.
Wenn du jetzt allerdings länger auf einen Beat scratchst oder so, ich glaube, da ist es eher schon so, dass der Algorithmus das erkennen würde. Das habe ich auch schon mal. Wir haben das bei der Don't Rush DJ Challenge. War es so, dass das erkannt hat, obwohl wir ja die ganze Zeit eigentlich cutten. Wobei wir haben so die Zwischenparts. Ne? Also immer wenn so ruhige Parts sind, dann erkennt das halt sehr, sehr schnell. Die Möglichkeit ist natürlich bei Scratch-Videos, sich Loopers zu nehmen. Da gibt es in der Regel keine Probleme. Wenn ihr solche, zum Beispiel so One-Minute-Instagram-Videos macht oder so mit einer Scratch-Routine oder wo ihr einfach zeigt, Scratch-Practice oder sowas, also habe ich überhaupt keine Probleme, was hier Urheberrechtsverletzungen angeht. Also von daher meine Empfehlung, wenn Routines, dann 1 Minute und Vollgas. Ja, ist halt auch für den Zuschauer interessanter, glaube ich. Und wenn Scratch Ding, dann einfach ja, mit einem Looper arbeiten. Längere DJ-Sets irgendwie, dann haben wir ja natürlich Mixcloud zum Beispiel zur Verfügung, wo es dann, glaube ich, keine Probleme gibt aktuell. Da bin ich aber jetzt nicht detailliert drin, könnt ihr aber auch mal in die Comments schreiben. Was habt denn ihr für Tipps? Auf jeden Fall total interessantes Thema. Und ich bringe noch eins mit, es war keine direkte Frage, aber jemand hat mir das geschickt und hat gesagt, Cupcake, ich habe hier ein Problem, ich habe jetzt gemappt, Sync, aber er übernimmt mir nicht die linke Seite und so weiter. Es gab da Probleme, vielleicht hat das auch jemand von euch und bei ihm lag es dran, dass er eben die Sync-Funktion auf den Load-Button gemappt hat. Und ich darf euch sagen, Back und Load, jetzt zum Beispiel gerade bei den Pioneer-Geschichten, macht das auf gar keinen Fall, weil die sind gleich belegt. Das heißt, Serato kann da nicht unterscheiden, ist das jetzt linkes Deck, rechtes Deck. Also da einfach mein Tipp, die Parameter-Button zu nehmen. Mapping findet ihr auch auf meiner Homepage unter den Scratch-Tools. Da generell mal reinschauen, sind coole Sachen hinterlegt und auch welches Equipment ich benutze. Und das ist also mein Tipp, hier eben keine so Sachen wie Sync und so weiter zu hinterlegen. So, die nächste Frage ist, wie bekommen wir Effekte auf Sampler? Ja, ganz spannendes Thema. Ich habe es im Vorfeld probiert. Jetzt gucken wir mal, weil ich habe ganz ehrlich, ich habe das dann nicht mehr rausbekommen. Jetzt habe ich es nochmal getestet, da ging es eben, hat nicht gegriffen. Mal gucken, wie es jetzt wird. Also Sampler, wir haben hier Sounds. Ich nehme jetzt mal einfach meinen. Sicker than your average. Okay, coole Geschichte. Wenn wir hier jetzt quasi wollen wir einen Echo-Effekt drüber haben. Jetzt machen wir den mal an. Sicker than your average. So, und jetzt ist es wieder drauf, ne? Also es greift halt. Wie habe ich das gemacht? Bei mir war es so, ich habe halt Shift gedrückt und habe hier unten den On-Button. Dann blinkt der, ja. So, jetzt greift er auf. Sicker than Achtung. your average. So, und dann habe ich gedacht, ich drücke Shift und drücke wieder drauf, sodass der konstant leuchtet und dann wäre es aus. Aber. Sicker than your average. Also. I'm a bad boy. So, der greift trotzdem weiterhin. Leute, keine Ahnung, ob das jetzt ein Bug ist oder so, aber jetzt kommt meine Frage an euch. Wie zur Hölle kriege ich den Scheiß wieder raus? Weil ich habe da keinen Bock drauf jetzt gerade. Und wenn das jedes Mal so greift, das nervt mich. Ich habe schon ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Hat auch nicht funktioniert. Wenn keiner eine Antwort weiß, dann muss ich, glaube ich, demnächst mal den Support anschreiben. In Serato habe ich jetzt auch nichts entdeckt, einen Knopf oder sowas. Also von daher interessante Geschichte. Gerne in die Comments. Damit würdet ihr mir weiterhelfen. Aber so zumindest mal, wenn ihr Bock habt, einen Effekt drauf zu bekommen, dann auf jeden Fall hier könnt ihr über die Shift-Funktion und hier unten mit dem On-Button. Genauso ist es beim S9, was Shift und dann glaube ich links ist Sampler-Effekt auf der linken Seite, glaube ich, auf dem linken Button A oder so. Erinnere ich mich. Dann blinkt das oder es blinkt eben nicht. Da geht's. Da hatte ich nie Probleme. Jetzt hier habe ich anscheinend Probleme. Naja, gut. Wird sich auch wieder lösen. Sollte ich die Lösung haben, werde ich es natürlich unten reinschreiben in die Comments. So, und nächste Frage ist, laufen die Streams und die Software alles über ein MacBook? Ja? Viele haben vor, anfangen zu streamen. Die Frage erreicht mich sehr, sehr häufig und fragen, geht das? Er hat jetzt zum Beispiel hier ein Mac Mini M1 und so weiter, ob die Leistung reicht oder nicht. Also meine Erfahrung ist folgendermaßen. Wenn du ein normales MacBook hast, jetzt nichts Wildes, i5, keine Ahnung, ich hatte eins aus 2012 oder so, ne, wenn es irgendwo aus dem Ding ist und da knallst du dann OBS drauf, Streaming und Serato, nicht gut. Also da kommt er echt ins Ruckeln. Generell die Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt zwei Laptops zu Hause, auf jeden Fall zu splitten, weil OBS und so weiter, das zieht ganz schön viel CPU, Serato auch.
Und wenn die übereinander lappen, dann wird es echt kritisch. Andere Erfahrungen habe ich ein bisschen gemacht. Ich habe mir dann ein neues MacBook geholt, 2019, i9, Arbeitsspeicher 16 oder sowas, mit der Grafikkarte, alles drum und dran, ne, für Videoschnitt und so weiter. Da muss ich sagen, da hatte ich wenig Probleme, dass es da irgendwie ruckelt oder hakt. Generell ist es aber auch so, Ruckel, Haken ist auch natürlich abhängig von eurer Internetleitung. Also wenn da nicht so viel rausgehen kann und andere Sachen noch drüber liegen, Updates und so weiter, ne, also alles auch gut ausschalten, so was da sich updaten könnte auf dem Rechner, da muss man schon gucken, da wird es eng. Gar keine Probleme aus meiner Sicht, wenn man es, wie gesagt, getrennt streamt. Also macht gar keinen Sinn. Ansonsten einfach mal testen ist so, ne, bevor ihr denkt, ja, mache ich das jetzt mal. Macht doch einfach mal einen Test, ja, sagt ein, zwei Leuten, engen Leuten Bescheid, nehmt euch da mal bitte Zeit jetzt gerade hier, ein, zwei Minuten, und dann können die euch ja Feedback geben. Also von daher gar kein Problem. Ihr hört es raus. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall zu trennen. Nächste Frage, ja, von meinem Kumpel. Er hat nochmal nachgelegt. Kann man heutzutage mit DJing noch richtig reich werden, wenn man kein Producer ist? Wie? Puh, schwierige Frage. Ich glaube, dass man durch, ich sag mal, das normale DJing wird man nicht reich. Also, ich rede jetzt von normalem Club-DJing. Selbst Mobile-DJing, klar, natürlich auf Hochzeiten, da verdienst du schon gut was, aber ist das reich werden? Ich glaube, also was ist jetzt reich, ne? Also wo fängt das an oder sowas? Aber wenn wir jetzt dran denken, nehmen wir mal die EDM-DJs oder sowas, klar, die produzieren auch selbst in der Regel. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt, dass man seine eigenen Tracks dann hat, in Kombination, dass man halt wieder auflegt, glaube ich, macht einfach mehr Sinn und führt eher zu Reichtum. Generell ist es halt so, dass ich sage, wenn dein Mindset Geld verdienen vorgeschaltet ist als Leidenschaft oder für das Ding, glaube ich, wird es eh nie richtig gut, sondern ich glaube, dass wenn du von was überzeugt bist, wenn du das machst, mit Leidenschaft erfüllst, die Leute dadurch erreichst, kommt das andere mit, egal in welchem Rahmen. Es ist natürlich auch die Sache, was will man. Aber natürlich kann man dementsprechend Gas geben und dann kann daraus auch was entstehen, je nachdem, was man halt auch für Ziele hat. Ist ja ganz unterschiedlich so. Ich will jetzt nicht reich werden dadurch. Ich glaube, das ist allen klar mittlerweile, dass ich jetzt für ein oder andere Sachen einen kleinen Obolus nehmen, um das Projekt einfach voranzutreiben. Das, glaube ich, kann auch jeder nachvollziehen. Es zirkuliert ja quasi alles wieder hier rein, sodass alles besser wird, hochwertiger wird. Das ist so mein Anspruch. Reich werden jetzt nicht. Wer weiß, ein Track mal produzieren oder so reizt mich. Ich habe ja hier mein DJ Bro, der Urban O, kennen ja viele von euch. Da sieht man mal, ne? Also der hat sich richtig reingefuchst, jetzt schon Tracks rausgehauen, so finde ich stark. Und natürlich macht das, hat einen anderen Effekt. Ne? Also man nimmt ihn auch anders wahr, glaube ich, dadurch. Sau interessant. Aber ich glaube, ja, ich würde eher sagen, man braucht schon eigene Tracks, wenn man reich werden will. Ja. Oder wenn man, sag mal, wenn man mehr Geld verdienen will, so, und das so ein bisschen pusht. Und glaube ich, ist es, sagen wir es mal so, es ist bestimmt nicht hinderlich, einen eigenen Track oder generell Tracks zu produzieren, die halt dementsprechend auch vorne landen und richtig stark sind. So, und zu guter Letzt, weil wir das Thema hatten, einer hat schon gefragt, ich mache ein extra Video dazu, nochmal. Und zwar ging es darum, Q-Point Drifts mit bei den Rain 12s. So, und ich muss sagen, ich hätte es nicht geglaubt, aber es passiert auch bei Rain 12, aber da ist es halt nicht Problem, wie jetzt zum Beispiel bei Face das lange war, halt, dass es irgendwo, ne, die Algorithmus hin oder im Code oder so, keine Ahnung, sondern es lag einfach nur daran, dass hier die Mitte, so ein Puck, da zu viel Spiel hat. Also generell, diese Platte ist auch absoluter Käse. Ja, also meine Empfehlung, entweder bohrt ihr in eure Lieblingsplatten hier drei Löcher. Ja, Vorlage ist ja da, so total easy zu machen, einfach drei Löcher durchbohren, dann könnt ihr das ja befestigen. Oder ihr holt euch natürlich meinen super Tipp, ihr seht es ja, super cool gestaltet, könnt ihr machen bei 12inchskins.com. Rabattcode DJ Cutcake 15,
kriegt ihr 15% Rabatt, sind also schon mal die Lieferkosten aus den Staaten drin. Und jetzt war es halt so, dass es hier Spiel hat. Und wenn das Spiel hat, dann driftet der Q-Point. Das ist kein Scheiß, das passiert wirklich, auch bei den 12s. Und da ist es eben so, dass wir einen alten Trick uns nehmen. Ja, jetzt habe ich es natürlich, habe ich es jetzt weggepackt. Idiot. Leute, Vorbereitung ist alles, gell? Und zwar Etiketten. Und zwar habe ich hier die länglichen. Ja, das sind meine Lieblingsetiketten. Das ist quasi eine, ja, ein Relikt aus alten Vinylzeiten. Da war es nämlich so, dass natürlich, die Platten haben immer dieses Spiel gehabt eigentlich, ja, es war nie so tight. Und da ist einfach der Trick, dass man hier, also so mache ich das jedenfalls, das quasi genau hier so anlegt, zur Hälfte habe ich immer und dann hier drauf pappt. Und wenn wir das jetzt hier reinschieben, dann ist es schon so, dass es weniger Spiel gibt. Hier seht ihr nämlich, dass es viel zu viel Spiel hat. Selbst wenn der Puck jetzt, was ist der Puck, diese, was ist, wie nennt man das? Keine Ahnung. Bindel, irgendwas. Drauf ist, da hatte das auch gewackelt. Und dadurch, dass es gewackelt hat, so ein bisschen Spiel hatte, war eben der Drift. Ja? Und das kriegt ihr einfach behoben, indem ihr das hier hinten drauf klebt. Jetzt seht ihr schon, viel weniger Spiel. Jetzt nehmen wir noch einen dritten. Da würde ich euch auch immer empfehlen, das halt so zu kleben, also nicht so nebeneinander oder so, sondern wirklich auch hier wie in so einem Dreieck. Habe das früher auch gemacht. Ich habe teilweise Platten, das ist hier hinten alles voll, gell? Weil die auch immer mal durchgehen oder sowas. So, und jetzt seht ihr das? Ihr hört es ja auch vielleicht. Geht mal näher ran. Da ist viel weniger Spiel. Und dadurch, dass so weniger Spiel ist, hört halt auch der Q-Point auf zu driften. Also, so könnt ihr das beheben. Aber ich mache nochmal ein extra kurzes Video dazu, wo ich das nochmal zeige. Also, ich glaube, das ist nämlich eine Info, die für sehr, sehr viele relevant ist. Okay, Leute, das war's. Erste Ausgabe, Frag Cupcake. Eure Chance, mir eure Fragen zukommen zu lassen. In dieser Reihe beantworte ich eben jede Frage. Auch die dümmsten der dümmsten Fragen. Nein, gibt ja nicht, aber naja, ihr habt schon gesehen, ne? Also mit meinem Kumpel so, wir haben ganz tief angefangen. Aber ja, auch interessant. Ja, schreibt in die Kommentare, wie hat es euch gefallen, wollt ihr mehr davon sehen, was ist interessant, schreibt die Frage unten rein, unten findet ihr auch den Link zum Formular, Formular könnt ihr auch machen, da habe ich es dann, ist für mich ein bisschen leichter zu organisieren einfach, und dann würde ich sagen, weiterhin viel Spaß beim Cutten natürlich, Transformer Scratch üben, letztes Tutorial unbedingt auschecken, und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Zeit und viel Spaß beim Cutten. In diesem Sinne, macht's gut, euer Cupcake. Peace. Boy, I got my mind on cake. Cut it up. Cut it up. Funky like that. Cupcake. Sicker than your average.